Hey Freunde, stand ich im letzten Part nicht am Ende irgendwo da bei dem Kran? Ich weiß nicht, wieso ich wieder hier bin. Ach, und die Maus, die Schnur ist zu kurz. So, verdammt, es nervt mich so alles hier. Ich zeig euch jetzt mal irgendetwas, ich weiß gar nicht was. Ich habe gar keine Kommentare gelesen. Also ich habe sie schon gelesen, aber ich habe sie mit dem ich habe sie mir nicht bemerkt. Wir gehen jetzt einfach irgendwo hin. Ich habe sie mir nicht gemerkt, das wollte ich sagen. Ich werde jetzt einfach mal das tun, was ich so denke, was ich tun wollte. Wir müssen nach rechts, genau. Wir müssen zum Kran. Ich weiß gar nicht, was gibt es noch so für krasse Endings. Sie könnte jetzt unter diesem Part schreiben, nochmal. Jetzt möchte ich aber erstmal an das Telefon gehen. So, zack. Da unten, das sieht auch irgendwie interessant aus. Das ist ein Ausweg. Aber ich sterbe, wenn ich runterfalle, oder? Außer ich lande auf dem Auto da unten. Moment, ich speichere mal ganz kurz. Speichern, neuer Speicherstand. Habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert. Auf geht's. Und Daisy ist zu hoch. Zurück zum Menü. Wir laden das Ganze. Kein Problem, kein Problem. Das ist wirklich, regt euch nicht auf, das ist alles okay. So. Oh ja. Frauchen, ich komme und... Ist das der Raum? Oder bin ich wieder woanders? Ha! Okay. Ha! Telefon! Ja, das kennen wir schon, diesen Satz. Und jetzt möchte ich erstmal wissen, was mich hier erwartet. Eine verdammte Tür! Ja, ja. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Alright. Warte, du. Okay, there we Brot go. Im Ofen. Wer ist da? Mit wem betrügst du mich? Ha! Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Ach, das ist gar nicht. Ich dachte, die hätte nur eine neue Frisur. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Was come denn? Inside. Let me show you what's really going on here. Okay. Du bleibst aber hier stehen und machst keine Faxen, sonst meine ich dich an. About the death of a man named Stanley. Oh nein! Guten Morgen, Angestellter 427. Drücke 6 auf deiner Tastatur. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him. And every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Bitte drücke 8. Ich habe jetzt 4 gedrückt. Ich drücke nochmal 6. Ich drücke 7. Ich drücke 8, 9, 0. Face Punch. Face Punch. Ja, drücke 8. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Bitte drücke G. Ich will aber keine Knöpfe mehr drücken. Vor allen Dingen hoffe ich nicht, dass der Knopf kommt, denn das ist mein Aufnahmeknopf. But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Okay, ja, okay. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone Moment, in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Drücke M. Okay, wir kommen dem R-Knopf immer näher. Du Arsch, hör auf damit. So, he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Bitte drücke Z, um Abendessen... Was? Um Abendessen vorzubereiten? Das klingt gut! As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Oh nein. Down one path lay an enormous round room, with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Ah, drücke U um... I never had so... Ha! Ha!
Oh, scheiße, hab daneben gedrückt. Es war der E-Knopf. Keine Ahnung, warum das hier auf dem E-Knopf gelegt wurde. Kann mir das einer erklären? Jetzt drücken wir mal. So. It was such a wonderful fantasy. And so in his head, he relived it again. And then again. And again. Over and over. Wishing beyond hope that it would never end. That he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path. Mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Popcorn zwischen den Zähnen. Was? Bitte drücke I, um deiner Frau zu sagen, dass du sie liebst. Ich liebe dich. But there is no answer. How could there possibly be? Oh nein, in reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. Ah, so habt das Stückchen. Meine Güte, Popcorn essen ist echt blöd. Um schlafen zu gehen, ja klar. And I'm trying to tell him this. That in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Speichern. Hier gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ich drücke ihn nicht. Ich drücke ihn nicht. Siehst du? Ich kann widerstehen. Ich muss diese wunderschönen, viereckigen, sanften, liebevollen, sexy Knöpfe nicht drücken. Nein. Und wann hört das auf? Ich drücke einfach die Knöpfe auf der Tastatur meiner Freundin. Das ist jetzt keine sexuelle Anspielung. Nein, der PC ist von jetzt hier drüben. Hier kann ich mich austoben, aber diese Knöpfe tun nichts. Und diese lösen etwas aus. Ah! Wie lange soll ich warten? Außerdem drücke ich doch Knöpfe hier. Nein, 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 nein. Wie lange soll ich warten? Okay, wir schauen uns jetzt die Uhr an. Vielleicht verändert sich da was. Nein, ich geb's auf. Bin jetzt schon gelangweilt. Wo ist meine Frau hin? Das ist doch mein Büro. Wenn ich jetzt 6 drücke, dann bin ich in meinem Büro. Ich warte jetzt eine Zeit lang. Mal gucken, was passiert. Ich gebe es auf, okay, ich drücke jetzt den Knopf. Ich habe jetzt wie lange gewartet? Viel zu lange. Oh Mann. Okay, 6. Nein, aber vielleicht passiert es jetzt gleich. Warte, einmal lassen wir den Zeiger noch drehen. Einmal noch auf die 12. Komm schon, vielleicht passiert da was. Vielleicht passiert doch gar nichts. Das wäre richtig witzig, oder? Das wäre überhaupt nicht witzig. Komm schon, komm schon. Bewegt sich eigentlich der Minutenzeiger? Das will ich rausfinden. Bewegt er sich? Oh Mann. Was habt ihr am Wochenende getrieben? Schreibt's rein in die Kommentare. So könnt ihr auch die Zeit ein bisschen überbrücken. Der Zeiger ist gerade bei 9. Gleich kommt er auf die 10. Oh, nach der 10 kommt wahrscheinlich die 11. Ja, ja, die 11. Oh mein Gott, das kam unerwartet. Überspringt er jetzt die 11? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Oh, wir sind gleich da. Fertig mit Kommentare schreiben. Jetzt geht's los. Oh, der Minutenzeiger hat sich bewegt. Moment mal, ist das jetzt die Uhrzeit, die jetzt gerade ist? Ich habe hier keine Uhr, scheiße. Okay, gut, das reicht. Ich drücke 6. You see? No. Can he just hear me? Leck mich. How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Bitte drück Y, um nichts in Frage zu stellen. Muss ich jetzt vielleicht warten? Nein, das tue ich nicht. I suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose. The same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Okay. Perhaps. Well, maybe this time he'll see. Maybe this time.
And I tried again. Bitte stopp. Was? Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried. Wieso hört das Spiel einfach immer einfach so auf? Bin ich jetzt tot? Ist alles normal an mir? Oh, der Kaffee stand da drauf. Seht ihr? Da steht doch bestimmt irgendetwas Wichtiges. Hm. Auf jeden Fall werde ich im nächsten Clip... Komisch. Im nächsten Part werde ich mal die Konsole aktivieren und dann No-Clip. Und dann werden wir hier ein bisschen rumfliegen. Falls es geht. Wahrscheinlich funktioniert das gar nicht und dann kommt irgendetwas von dem dummen Erzähler. Was ich aber auch noch versuchen möchte, ist... Passt auf. Das dauert eigentlich ziemlich. Warum sollt ihr aufpassen? Ich mache einfach einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich in dem Raum, falls nichts anderes passiert, in dem Raum, wo, ihr wisst doch, wo alles in die Luft fliegt und so, da hat sich doch eine Tür geöffnet und ich war dann viel zu langsam. Vielleicht schaffe ich es da, irgendwie schnell genug hinzukommen. Und mir wurde auch gesagt, dass diese Tür aufgeht, was sie jetzt aber nicht tut. Ich bin da runtergesprungen. Was passiert jetzt? Hab ich's verpackt? Ich... seht ihr? Hab ich euch nicht gesagt? Ich werd's schaffen, das Spiel zu verbuggen. Was bringt mir das bloß? Ich hab keine Ahnung. Ach du Scheiße, ich hab gespeichert noch davor, zum Glück. Was soll ich jetzt an diesem dunklen Ort? Das ist hier, dieser Raum hier. Kennt ihr das? Ja, ne? Kennt ihr. Tja, Mann, ist das Spiel schlecht. Überhaupt nicht richtig gut programmiert. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich bin rausgefallen. Der Erzähler weiß jetzt auch nicht, was er tun soll. Hier sind irgendwelche schwarzen Dinger und... Warum habe ich das getan? Oh nein. Ist da hinten was? Ist schon ein bisschen gruselig. Sieht aus, als würde da der Slenderman stehen. Tja, ich hab's geschafft, Freunde. Ich hab mich rausgebackt. Ja. Moment, Face Punch, da sieht man ja manchmal mehr. Aha! Schade, ich dachte, da passiert jetzt irgendetwas Lustiges. Naja, ich lad mal den. So, diese Tür da hinten. Ich speichere einfach mal nochmal, falls ich es gleich nicht schaffe. Wahrscheinlich kann man es gar nicht schaffen. Aber gut. Ich muss Now drücken, genau. Now drücken und dann schnell zu der Tür und dann werden wir ganz viele nackte Menschen sehen. Ja, ja, bleib dabei. Nackte Menschen, da steht ihr doch drauf. Und Katzen. Oh nein. Ich hab's... Hä? Was ist denn jetzt los? Oh nein, ich hab aufgedrückt, hä? Blackness. Es tut so weh. Nein, wir müssen die Maschine anmachen jetzt hier. So, und You didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Yeah. Control? Yeah, yeah. Das möchte ich, aber ich möchte auch, dass diese dämliche Tür aufgeht. Oder muss ich davor diese dämliche Zahlen machen? Komm. Ja, irgendwie ging die Tür nicht auf. Die war doch... Was? Oh nein. Ja, Freunde, hey, tut mir leid, aber irgendwie ging die Tür nicht auf. Das war irgendwie Zeitverschwendung. Habe ich da etwas anders gemacht oder geht die Tür nur auf, wenn ich... da ein wenig stehe, also etwas länger stehe und dann versuche zu dieser Tür zu rennen, so dass ich es nicht schaffen kann. Habt ihr eine Ahnung? Ich weiß es nicht. Naja, ich habe jetzt ein Ending gezeigt. Doof, ne? Tja, mir gehen die Endings aus. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Naja, das Spiel geht auch langsam zu Ende. Ich bedanke mich für die ganzen Zuschauer wieder einmal. Es war wirklich toll, dieses Projekt. Und ja, ich hoffe, eine Fortsetzung wird es irgendwann geben. Der Satz war irgendwie falsch formuliert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Bis dann, Freunde.